Leute, was geht mal wieder ab, oder? Klar. Es ist jetzt mittlerweile 3-4 Wochen her, als ich das letzte Wii-Video gemacht habe. Und es ist wirklich mega gut bei euch angekommen. Vielen Dank schon mal. Ich habe was bestellt. Und es ist nichts Gutes. Es ist wirklich nichts Gutes. Es hat natürlich wieder was mit der Wii zu tun. Und zwar ist es fucking Guitar Hero 3. Legends of Rock. Aber es ist nicht nur das Spiel. Denn mit dem Wii-Controller macht das keinen Spaß. Ich habe eBay durchforstet und naja, Folgendes gefunden. Ja, scheiße ist wieder. Es ist wieder scheiße. Das ist ein Guitar Hero Controller von eBay. Er hat irgendwie 50, 60 Euro gekostet. Und da macht man seinen Wii-Controller rein, seinen Wii-Mode. Und dann kann man damit Guitar Hero spielen. Ich kann im Vorfeld schon mal sagen, es wird richtig fucking funny, weil ich nichts raff. Ich bin feinmotorisch so begabt wie Zabex auf Crack. Aber wir werden auf jeden Fall was lernen. Was ich aber auch direkt sagen kann, ist, dass das Video Safe Call demonetarisiert wird, weil hier super viele DMCA-Songs rumschwirren. Entweder lasse ich mir was überlegen. Oder es wird wirklich demonetarisiert. Das heißt, ich mache keinen Müller mit dem Video, okay? Ich mache das einfach nur for the pure entertainment of you guys. I love to entertain you. Im Gegenzug brauche ich von euch aber ganz doll, dass ihr mir auf Instagram folgt. Und auf Twitch. Aber auch auf Instagram. Klar, auch auf Twitter. Aber besonders auf Instagram. Denn ihr könnt bald aktiv an meinen Videos mitwirken. Ich habe mir ein paar Formate überlegt, wo ich eure Kommentare brauche bei Instagram. Eure DMs, okay? Also folgt bitte ordentlich rein. Es wird wirklich geil. Ich würde aber sagen, wir reden gar nicht so lange um den heißen Brei. Wir haben heute wirklich eine Menge vor. Ich gehe direkt rein. Und wir gehen jetzt erstmals in das Game rein. Alright, start. Oh mein Gott. Bitte gleichzeitig 1 und 2. Okay, nice, wir sind drin. Wie kann ich das jetzt? Hä? LOL! Ich habe hier einfach so ein Steuerkreuz. Okay, holy shit. Digga, das ist ja insane. Die ist auch actually relativ groß. Was machen wir? Spielen wir Karriere? Ey, das ist so geil. Okay, ich hoffe wirklich, dass uns dieses Mal die Wii nicht enttäuscht. Wir gehen auf Karriere. Bandnamen eingeben. Okay, was ist unser Bandname? Okay, unser Bandname ist Super Shit. Digga, die Gitarre ist einfach ein Controller. Ich check's noch nicht so ganz, aber okay. Wir gehen auf jeden Fall auf Mittel. Sonst wäre es ja keine Challenge. Wen nehmen wir? Oh, Alex Steel. Eigentlich müssen wir Alex Steel nehmen. Alex Stahl. Irgendeine Band oder so. Johnny Napalm. Johnny Napalm. Alter, die Gitarre ist actually ganz gut animiert sogar für eine Wii. Judy Nails, Izzy Sparks oder Casey Lynch. Wir nehmen Axel Stahl. Show geben, Charakter ändern. Okay, Show geben, I guess. Ey, wir spielen das gerade auf der Wii. Das möchte ich nur anmerken ganz kurz nochmal. Viele wussten vielleicht auch noch nicht, mein Vater, die absolute Überlegende, spielt Gitarre for a living. Er ist Gitarrenlehrer, gibt Privatunterricht. Er ist ein Gitarren-fucking-OG. Wenn wir das ein oder andere hier achieved haben, rufe ich ihn an und probiere mal beizumachen, dass ich besser bin. Dass ich quasi sein Leben gef***t habe, ja? Okay, wir gehen erstmal rein. Ich habe legit gar keine Ahnung. Ich gehe blind rein. Hit me with your best child. Diesen Song habe ich auf dem Nintendo DS damals so gesuchtet. Den nehmen wir sofort. Holy shit. Alter, ey, ich habe so Flashbacks wieder. Oh mein Gott. Wir haben auch nicht nur das Spiel to go. Wir haben auch noch die zwei anderen Minigames vom ersten Video. Checkt das erste Video auf jeden Fall mal ab. Seht ihr jetzt hier in irgendeiner Corner? Ich glaube hier. Okay, da ist er. Axel Stahl. Let's fucking go. Oh! Ja, okay, easy. Let's get down to it. Hit me with your best shot. Fat! Okay, das ist halt wirklich gar keine Challenge. Ich gehe gerade advanced mit der Steuerung. Okay, das geht. Du rockst! Als ob ich rocke. Geil. Ich habe halt alles gemisst. Okay. Also ich glaube. Ich will natürlich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich bin natürlich super scheiße in dem Game. Aber das Ding habe ich halt von eBay gekauft. Und es hat, glaube ich, auch ein paar Gebrauchsspuren. Ich glaube nämlich nicht, dass das hier so sein soll, dass man das in einem Ganze drehen soll. Aber keine Ahnung. Wählen. Gage. Ich bekomme dafür 150 Dollar für den Scheißdreck. Ich werde einfach Gitarrenspieler. Okay. Ich rufe meinen Vater mal kurz an und erzähle ihm von dem Erfolg. Felix? Papa! Hallo? Hallo? Ja, ich bin da. Bist du im Unterricht gerade? Na, gerade nicht, aber gleich hier die Tür auf. Schieß mal los. Kennst du das? Mit was soll ich denn schießen? Schieß mal scharf. Los, mach mal. Mach ich mal. Kennst du den Song Hit Me With Your Best Shot? Nein. Warum nicht? Kenn ich einfach nicht. Okay, schade. Kannst du mir mal was Cooles auf Gitarre schnell vorspielen? Nee, geht grad nicht. Warum nicht? Nicht. Wieso? Warte. Kennst du Story of My Life? Nein. Was kannst du denn? Gar nichts. Deswegen bin ich ja Gitarrenlehrer. Okay, das war fair. Aber spiel mal jetzt irgendwas. Ich spiele nämlich auch gerade Gitarre. Ja, ist halt super. Komm, hör auf, das ist super scheiße. Mach mal was Gutes. M-
Mach mal was Schweres. Mach mal Smoke on the Water. Das ist richtig anspruchsvoll. Mach das mal. Ja, kannst du noch was oder war das dein ganzes Repertoire? Das war mein volles Repertoire. Das geht dann wieder von vorne los. Nicht schlecht. Denkst du manchmal, dass dein Leben ein Misserfolg ist? Nee, eigentlich nicht. Macht mir Spaß, Smoke on the Water zu spielen. Alles klar, Papa. Dann spiele ich jetzt mal bei der Gitarre. Ja. Ciao. Tschüss. Ciao, ciao. Hab dich lieb. Netter Mann. Netter Mann. Okay. Dann würde ich einfach mal weiterspielen, oder? Ja, aber kann ich jetzt noch was anderes spielen oder war das das Spiel? Was kann ich jetzt hier machen überhaupt in dem Schmutz? Wählen? Muss ich alle Songs spielen? Meistere 2 von 4 Songs, um fortzufahren. Dann spielen wir Slow Ride. Aber es ist geil mit der Gitarre. Ja, ich bin halt krass. Oh, Junge, guck mal, wie lange ich die Note halten kann. Mann, es ist keine Absicht. Das ist der Controller ist kaputt. Der Controller ist straight up kaputt. Star Power bereit? Wie mache ich die? Ey, wir spielen das gerade auf Wii. Auf der Nintendo Wii. Ja. Hä? Das ist halt fake. Das ist halt fake. Mann! Ja. Kannst du. Oh! Ich verfick nochmal Rocke. Ich bin verfickter Rocker-Typ. 81% getroffen. Ist es gut? Bezahlung $3,830. Hotelzimmer verwüstet, minus 300. Drinks konsumiert, minus 300. Lärm, Bußgelder bezahlt, minus 5. Autos angezündet, 2500 Euro. Autos angezündet. Macht man das als Gitarrist so? Ja. Papa? Ja. Hast du jetzt Unterricht? Noch immer nicht. Okay. Der Schüler lässt mich wahrscheinlich hier im Stich. Weil er kann jetzt Smoke on the Water spielen. Ach so, okay. Du bist ja auch mal rumgegickt und so. Hattest ja mal Gigs und Mucken und so ein Schwachsinn, ne? Ja. Da hast du ja auch mal Gagen bestimmt mal bekommen irgendwann mal, wa? Ja. War das dann. Aber die sind alle flöten gegangen, weil ich dir mal Eisenautos gekauft habe. Was hast du gekauft? Eisenautos. Kleine Modellautos. Schön. Matchbox und Hot Wheels, ja, ja. Aber auch Siku. Ich wollte aber ursprünglich eigentlich wissen, ob es damals bei dir üblich war, nach einem Gig Autos anzuzünden. Nee, das habe ich nicht gemacht. Also wir sind immer mit dem Auto nach Hause gefahren. Das hat dann nicht gebrannt. Hat nicht gebrannt, war kein Hot Wheel. Nee, wir saßen da drin. Im Auto. Im Auto drin. Und wie war es mit Drinks aus, die du konsumiert hast? Ich bin ja selber gefahren, ich konnte nicht trinken. Ist ja scheißegal, hat ja eine mit dem anderen nichts zu tun. Man kann ja auch getrunken Auto fahren, ist ja nichts dabei. Nein, aber das macht man doch nicht. Nein, auf gar keinen Fall. Und Hotelzimmer verwüstet, wie sieht's da aus? Ich habe dich akustisch nicht verstanden. Hotelzimmer verwüstet. Nein, sowas haben wir nicht gemacht. Nein, auf gar keinen Fall. Und Lärm, Bußgelder? Wir haben auch immer Gegenstände rausgeworfen. Aus dem Hotel? Aus dem Hotel, raus. Warum? Freie. Warum? Ja, hat Laune gemacht. Klar. Und Lärm, Bußgelder bezahlt? Felix, ich verstehe dich so schlecht. Lärm, Bußgelder. Nein, weißt du, wenn du von so einem Gig kommst, bist du auch müde oder willst du schlafen. Dann will man schlafen. Oder feiern. Okay, aber da trinkt man ja dann bestimmt was, oder? Da kann man ja dann trinken, da ist ja das Autofahren erledigt. Okay, danke. Und noch eine Frage? Gerade nicht, vielleicht rufe ich nochmal an. Ja, aber da musst du dich beeilen, weil wie gesagt, ich glaube, also jetzt um 3 geht's weiter. Der kommt nicht mehr. Richtig. Alles klar. Dann spiel mal weiter Smoke on the Water, wa? Mach ich. Ciao. Ja. Dann gehen wir weiter in der Karriere hier. Oh mein Gott! Ich bin ein verfickter Guitar Hero geborener! Fuck! Fuck! Fuck, Mann! Ja, keine Ahnung. Ja, ich rocke. Ja, schön. Ich bin ein verfickter Rocker. Ey, aber das Spiel bockt! Rock'n'Roll the Night von Kiss. Okay, das kann ja wohl mein Vater spielen, oder? Papa! Ja, Sohn? Du kennst ja die Band Kiss. Ich kenne die Band, ja. Kannst du Rock and Roll All Night spielen? Nee, also der Titel sagt mir nichts, Felix. Also wie, der sagt dir nichts? Ich kenne die Band vom Namen her, aber ich kenne von denen keinen Titel. Du kennst Kiss? Ich kenne Kiss, ja. Und du kennst keinen Titel von denen und bist Gitarrenlehrer, ja? Warte mal, lass mich überlegen. Ein gibt es, I Was Made for Loving You, Baby, heißt der, glaube ich. Ja, aber mehr kennst du nicht, nein? Nein, du weißt doch, dass ich nicht so ein Rock-Fan bin. Bist nicht so ein Rocker? Nee. Okay, da hat sich schon erledigt. Ja. Bin enttäuscht, merkst du ja selber ein bisschen, ne? Ja, merke ich, tut mir leid. Alles gut. Kann ich dir sonst noch irgendwie helfen? Gerade nicht. Schade. Ciao. Da denn, tschüssi. Tschö. Es ist halt unglaublich, ne? Gitarrenlehrer hat ein eigenes Musikbuch rausgebracht, ein sehr, sehr gutes. Ist da oben Five Gum?
Da oben ist fucking Fivegum. Ihr müsst mir halt wirklich auf Instagram folgen. Hä? Hä, was ist das? Hä? Morello fordert dich heraus? Anstelle von Star Power bekommst du Battle Power. Triff die Battle-Symbole und erhalte ein Power-Up. Zieh deine Gitarre hoch, um Tom anzugreifen. Du musst dafür sorgen, dass er versagt, sonst verlierst du. Sei vorsichtig, er kann sich wehren. What the fuck? Schlacht! Was ist das denn jetzt? Zieh deine Gitarre hoch so, oder was? Okay, okay. Okay, what? Gitarre hochziehen, wie meint er das? Gitarre hochziehen, okay. Das meint er, glaube ich. Ich muss die wirklich so hochziehen. LOL, man macht das wirklich. Oh, schwer? Damn, das ist ja überkrank. Okay, okay. Hä? Das ist ultra schwer, mein Gehirn kommt gar nicht hinterher. What the fuck macht er? Das kann ich nicht, das schaffe ich nicht. Das schaffe ich straight up nicht. Was macht er? Er hat mich halt hingerichtet, ne? Tom Morello, du kleiner Hure. Wiederholen, safe wiederholen. Digga, what the fuck? Ich muss legit einfach mein oranges Ding abkleben. Ich komme damit legit mental durcheinander. Alright, motherfucker, get down. Ja, was ist los, Bitch? Was ist los, Tom Morello, Arschloch, hä? Tremolo! Scheiße! Fick dich, Mozzarella, Mann! Was für Orange? Was für Orange? Okay, ich habe meine nächste Power-Up. Was macht der, Bro? Tödlicher Krafterzug? Hä, was ist das denn? Digga, Tom Morello, low, Alter. Was ist mit dir? Ich habe übel gerockt. Song wiederholen. Trust mir mal, wirklich. Ich rocke, Mann, du nicht! Mozzarella, sieh's ein! Woo! Wir hitten es, Mann! Schwer und doppelt muss er jetzt hitten. Ich rocke und er nicht! Das können wir nicht verlieren. Tremolo! Ist es jetzt schon wieder so ein tödliches? Man kann gegen den nicht gewinnen. Tödlicher Kraftanzug. Man kann gegen den nicht gewinnen. Safe Call, man kann gegen den nicht gewinnen. Hey Siri, kann man gegen Tom Morello gewinnen? Das habe ich online zu kann man gegen Tom Morello gewinnen gefunden. Guck mal. Okay. Zeig doch mal, zeig doch mal. Man kann safe gegen den nicht gewinnen. Ich werde jetzt direkt zünden. So. Tremolo, alright. Okay, okay. Okay, wir warten, bis wir zwei Power-Ups haben und dann vernichten wir ihn. So, beides. Fuck you. Fuck you. Ich starte neu. Ich starte neu. Du kannst nicht fliegen gehen. Ich rocke und er ist noch auf gelb. Guck, er geht auf rot. Er geht auf rot. Ich bin gut dabei. Schwer. Er ist immer noch auf rot. Tremolo. Er geht krass auf rot. Zack, schwer. Tremolo. Er bleibt auf rot. Zack. Blitz. Digga. Ja, Mann! Woo! Fick dich, Tom! Okay, das war gut, Mann. Das war gut. Okay, also Leute, es hat auf jeden Fall ultra fucking Bock gemacht. Dieser Controller ist der absolute Überscheiß. Ich werde live mit dem Controller weiterspielen auf meinem Twitch-Kanal, twitch.tv/philo. Folgt mir da unbedingt, wenn ihr nicht verpassen wollt, wie ich damit die fucking Songs abreiße. Folgt mir da bitte wirklich. Ich brauche das halt wirklich für meinen Ego-Push. Und ich werde auf jeden Fall weitermachen mit der Wii-Serie. Die kommt wirklich sehr gut bei euch an. Mir macht die ultra viel Spaß. Schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, welches Game ihr gerne sehen würdet. Vielleicht habt ihr irgendein Trash-Game damals gespielt, von dem ich nicht mal eine Ahnung habe, dass es existiert. Vielleicht hole ich mir auch nochmal eine Wii Fit oder irgendeine Scheiße. Schreibt mir Wii-Ideen rein. Ich habe auf jeden Fall noch ein bisschen was im Petto. Das nächste Video kommt wahrscheinlich schon wieder in 2-3 Wochen, wenn ich genug Material habe. Wie gesagt, ein Part 2 von Guitar Hero wird es wahrscheinlich nicht auf YouTube geben. Folgt mir dafür auf Twitch. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Für Axel Stahl, Bro. Wir sehen uns, Leute. Ciao.